Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Dersim TV. Heute beim Spitzenspiel SV Dersim gegen Türkische Rüsselsheim. Aufgrund der hohen Zuschaueranzahl am diesem Sonntag ist das Spiel vom Dersimplatz in das Stadion verlegt worden in Rüsselsheim. Und erstmal die Aufstellung nicht mehr. Ja, Dersim spielt wieder mit Sascha Savic im Tor. Die Viererkette ist eigentlich altbekannt. Kevin Müller kommt nach seiner Sperre zurück ins Team. Im Mittelfeld keine Veränderung zu der letzten Woche. Das hat eigentlich sehr stabil immer funktioniert. Und im Sturm haben wir diesmal Pentides, Yildirim und rechts wieder Benazza, der von der Außenverteidigerposition wieder in den Sturm rückt. Und die Bank wieder voll besetzt. Dersim ist auf jeden Fall gerüstet für das Spiel gegen Türkgücü. Sind in Bestbesetzung, der Gegner Türkgücü natürlich auch. Die sind beide heiß auf das Spiel, es geht ja um alles. Das Spiel hat diesmal im Stadion stattgefunden. Die Ränge haben sich gefüllt, 2300 Zuschauer und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die Stimmung ein. Wie man merkt, ist eine Bombenstimmung hier im Stadion. Liegt nicht zuletzt daran, man könnte sagen, hier spielt Platz 1 gegen Platz 3 und es geht um den Aufstieg. Und gegen Dersim läuft ja noch ein Ermittlungsverfahren zu Unrecht und könnte sein, dass 3 Punkte gegen Dreiser aberkannt werden. Deswegen sind alle Leute hier im Stadion heiß, feuern Dersim an. Ja, wie wir sehen, das Schiedsrichtergespann heute auch mit Linienrichtern. Und natürlich hier direkt in der Mitte sehen wir auch den Kollegen von drei Ecken, eine Elfer und oben noch zwei andere Kamerateams. Also es wird wirklich hier für großes Kino gesorgt. Ja, springen wir aber direkt in die erste Halbzeit. Die erste Großchance gehört Dersim. Weiter Einwurf von Pascali in den 16er rein. Kopfball auf der Linie geklärt und dann Oktay Bulut auf einmal 1-0, aber Schiedsrichter pfeift ab. Was ist passiert? Ja, ich glaube, das war ein hohes Bein von Takia, der da versucht, den Bällen nachzumachen vom Champions League Finale. Schade, aber man weiß auch nicht, ob der Ball dann noch zu Bulut gekommen wäre, wenn der nicht den Ballrückzieher versucht hätte. Gucken wir uns mal eine Wiederholung an. Kopfballversuch auf die Linie geklärt. Und dann hier genau das hohe Bein hat der Schiedsrichter als gefährliches Spiel gewertet und als Foul gepfiffen. Kurz danach wieder Einwurf. Wieder selbe Situation, aber ein harmloser Kopfball und der Torwart hält diesmal den Ball fest. Ja, dann hier der lange Ball vom Torwart. So hat Türkgücü eigentlich sehr häufig gespielt, versucht zu kontern mit langen Bällen nach vorne. Gibt einen Eckball und die anschließende Ecke wird sehr gefährlich werden für Dersim. Und zwar kommt da Karakoç an den Ball, köpft ihn rein. Sehr stark gemacht, gute Ecke, sehr stark reingeköpft. Schade, dass da kein Dersim-Spieler stören konnte im 16er. Ja, man sieht es gleich nochmal in der Zeitlupe. Der Wiederholung komplett allein gelassen im 16er. Hat er nochmal ein bisschen die Zuschauer angeheizt, natürlich ist klar. Die Stimmung hat sehr viel ausgemacht. Ich weiß nicht, ob es viel Druck war für die Spieler. War schon eine riesen Atmosphäre, davon träumen einige. Zwischenzeitlich ist ein bisschen Zeit vergangen, dann kommt wieder der lange Ball aus der Innenverteidigung nach vorne, aber der Stürmer von Türkgücü ist im Abseits, macht ihn auch eh nicht rein, da hat Savic ihn noch ein bisschen behindert. Ja, aber da hat man nochmal das typische Spiel von Türkgücü gesehen, lange Bälle und immer wieder gekontert. Hier sieht man wieder einen, ja man könnte schon sagen, typischen Angriff von Dersim hier, man sieht der Ball immer wieder im Strafraum von Türkgücü, aber immer wieder knapp vorbei, entweder links oder rechts. Und hier feuern nochmal die Fans Dersim an und pushen die Jungs nach vorne. Ja, Dersim hätte 2 Tore jetzt gebraucht, die Zuschauer haben das gemerkt, aber irgendwie war dann auch bei Dersim ein bisschen die Luft raus. Ballverlust von Erin und der Stürmer von Türkgücü lüft über Savic. Ja, kein Tor, das wäre jetzt wirklich der K.O. gewesen für Dersim. Aber man hat gemerkt, da ist ein bisschen die Luft raus, hatten jetzt einige Standards noch, ist ja aber noch genug Zeit. Ja, letzte Standard eigentlich in der ersten Halbzeit war das. Schuss von Bulut und den parierte Torwart. Ja, war noch abgefälscht, dann sieht man, dass dann die Kraft vom Schuss einfach verflogen ist. Und es war kein Problem mehr für den Torwart, den Ball festzuhalten. In der zweiten Halbzeit ging es direkt los mit einem Freistoßversuch und man sieht hier ein bisschen Chaos im Strafraum vom Türkgücü und am Ende pfeift der Schiedsrichter auf Abseits.
Hier sehen wir, die Jungs hätten einfach mit der Picke einfach den Ball reintreten müssen. Und als der Ball dann zu Jemi gekommen ist, ja, stand er im Abseits und hat dann der Schiedsrichter den Angriff abgepfiffen. Ja, schade. Wie man hier sieht, es ging viel über Standardsituationen. Es war ein sehr hartes Spiel auch. Ist klar, da geht es um alles in dem Spiel. Deswegen einige Standards, aber hier auch Hildirim leider verpasst. Das wäre nochmal der Anschluss gewesen. Da haben wir Türkic immer wieder vorne. Hat es wirklich auch versucht von allen rein. Die haben mal drauf geschossen, nicht so wie Dersim am Anfang. Aber hier schmeißt sich auch jeder Dersim-Spieler wirklich in den Weg und versucht natürlich das Tor zu verhindern. Ja, also man kann den Jungs nicht vorwerfen, sie haben nicht gekämpft. Wirklich, sie haben überall reingeworfen, dass der kein Schuss aufs Tor nochmal gehen. Und haben dann auch, ja, verzweifelt quasi und versucht nochmal irgendwie das Tor zu machen. Man sieht jetzt hier in Folge die letzten Angriffsversuche, immer wieder Schüsse aus der zweiten Reihe. Meist per Volley, aber irgendwo übers Tor von Türkgücü und waren eigentlich sehr harmlos. Ja, die Verzweiflung war groß. Man hat es jetzt auch bei den Zuschauern gemerkt, da ist nicht mehr viel Hoffnung da gewesen. Und dann kam auch der Abpfiff 1-0. Das Spiel geht 1-0 aus für Türkgücü. Und somit war es ein bescheidenes Saisonende für Dersim.